يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت لك، يا إله الكون قد أسلمت. Haben wir Angst vor Allah Azza wa Jalla? Das ist eine Frage. Heutzutage es gibt viele Brüder und viele Schwestern auch, die hören Azab al-Qabr, die hören auch Tod, die hören auch Ahwal Yawm al-Qiyamah, über Yawm al-Qiyamah und so viele Sachen, sogar auch über Jahannam, aber nichts. Die Herzen sind immer kalt. Warum? Ist das nur als üblich geworden, als Tradition geworden, dass wir einfach nur Vorträge oder so viele Vorträge hören, aber das wichtig ist, ist nicht dabei. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qara'a yawman aya inna azabaka lawaqi'. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hat ein aya, ein Vers gelesen, dass diese Ahwal al-Qiyamah, diese Sachen, was wir in Yawm al-Qiyamah erleben, werden kommen. Fa'ughmi alayhi. Der ist ohnmächtig geworden, krank geworden, und die Sahaba, die haben nicht gewusst, warum ist er krank. Au ma maraduhu, was hat er überhaupt? لأنهم كانوا يخافون الله عز وجل. Wenn du Gläubiger bist, dann musst du Angst vor Allah Azza wa Jalla haben. Das ist eine Bedingung. Wenn du das hast, dann musst du das kriegen. Oder bist du so? Wenn du das nicht hast, dann nicht. Wenn du nicht Angst vor Allah Azza wa Jalla hast, dann bist du kein Gläubiger. Warum? لأن الله عز وجل hat selber das gesagt. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Wenn du eine Sünde machen willst, und du sagst nein, du kriegst plus. Wegen des Nein, du kriegst plus, du kriegst eine Belohnung. Was willst du noch? Aber bei solchen Sachen braucht man richtige und starke Gläubige. Die wollen, aber sagen, inni akhaf Allah. Ich habe Angst vor Allah Azza wa Jalla. Wir werden vor Allah Azza wa Jalla stehen. Und er wird auch dich fragen, warum hast du das gemacht? Da musst du von jetzt an eine Antwort vorbereiten. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا Mensch ما منكم إلا سيكلم الله. Jeder von uns wird mit Allah عز وجل reden. ليس بينه وبينه ترجمان. Zwischen dir und Allah Azza wa Jalla gibt es keinen Dolmetscher. Allah Azza wa Jalla sayukallimuk wa sayas'aluk. Warum hast du das gemacht? Hast du eine Antwort? Was wird dir helfen? Fatamduru an yaminika. Fala tara inna ma qaddamt. Du willst auf deine rechte Seite so gucken, was wirst du sehen? Nur die Taten, was du gemacht hast. Gleiche Geschichte. وَتَنْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ أَوْ أَشْأَلَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ. Auch genauso. Du weißt nur, was damals hier in Dunja gemacht hast. فَتَنْظُرْ أَمَامَكَ فَلَا تَرَى إِلَّا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَكْلِ ثَمْرَةٍ. هذا موقف رهيب. Dass du vor Allah Azza wa Jalla stehst, dass du auch nicht mehr zu sagen hast. Allah Azza wa Jalla, er wird dich fragen, warum hast du das gemacht? Hast du eine Antwort? Bevor du sündest, da musst du eine Antwort vorher, also vorbereiten. Haben wir Angst vor Allah Azza wa Jalla? Das ist eine Frage.